Inos, zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima Legends. Wir hatten beim letzten Mal die siebte Mission, keine Ahnung, ja, die siebte Mission abgeschlossen. Wir beide sind momentan oder mittlerweile einfach, ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung, es schwingt irgendwie in den Missionen mit, habe ich so das Gefühl. Gegen Körperlose gekämpft, also deren Seelen. Und das hat sich als eine simple, aber dann doch schon sehr erstaunlich innovative Herausforderung herausgestellt. Vor allem, ja, die Dicken als Unsichtbare aus dem Hinterhalt zu begegnen, das macht wenig Spaß. Aber Oh ja. wir haben es hingekriegt. Vok ist auch wieder dabei. Ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß, der die Leute da erschaffen hat. Vielleicht weißt du das noch. Und auch wenn es am Ende des letzten Partes technische Schwierigkeiten von meiner Seite aus gab, so bin ich der Meinung und der Zuversicht, das wird heute anders werden. Ja, dann auch mal von mir noch ein Hallöchen meinerseits. Ja, ich glaube, ich weiß tatsächlich noch, wie er hieß. Subbotar. So, glaube ich, hieß der. Gesundheit. Auf jeden Fall ein riesen Gesundheit erstmal an der Stelle, genau. Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Die unsichtbaren Dicken, das war schon fies. Aber durch das Beben quasi, durch dieses epische Ankündigen, dass da was auf uns zukommt, hätte man durchaus annehmen können, keine Ahnung, da kommt jetzt ein 3 Meter großer Oni auf uns zu oder sowas. War schon nicht, ja. Wir sind zwar gut durchgekommen, aber es hätte auch durchaus anders ausgehen können. Und ja, bin mal gespannt, wie das jetzt in der nächsten, und zwar in der vorletzten Mission, was da passieren wird. Und zwar heißt diese Mission Gezeiten des Kampfes. Sukbatar, habe ich's doch richtig ausgesprochen, versammelt Seelen für seinen letzten Angriff auf Tsushima. Ich gehe mal stark von aus, so wie sich das anhört, wird man vielleicht gegen ihn dann kämpfen. Und bei der letzten Mission dann vielleicht auf die Onibaba treffen. Aber wer weiß, man kann sich auch nur überraschen lassen und würde sagen, wir schnacken nicht lang rum und gucken einfach mal, dass wir da gleich reinstarten. Eine meiner liebsten Geschichten. So soll's sein. Und Ich schließe mich gerne an. Giyosen alle Ehre machen. Der chillt doch eh nur seine Base innerhalb des Nexus. Die Geister hatten viele von Supatars Seelen besiegt. Doch viele weitere sammelten sich zu einer mächtigen Flotte und machten sich bereit, Tsushima anzugreifen. Die Geister beschlossen, eins der Schiffe zu entern und damit zu Batars Flotte anzugreifen. Zur See. Alter, dieser Mond! Ja. Alter, und da oben Episch. links die Säule der Ehre. Yep. Ja, zwar vielleicht gar nichts mit der Mission zu tun, aber es sieht trotzdem episch aus. Mich hat es jetzt quasi an das Ende erinnert. Ja, das fand ja auch im Hafen statt. Aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, für die Leute, die ja vielleicht noch nicht so weit sind. Ja. Besser ist das. Hallöchen, Freunde. Drei Mann. Also Okay, pass einer der auf. Lanzenträger guckt ja schon mal nicht in die Richtung. Ja. Oh, sehr Au. schön, sehr gut. Hä? Was war denn das gerade für ein Move? Was war denn das gerade für ein unnötiger Shit? Hat er uns gerochen oder was? Wahrscheinlich. Ja, moin. Legende des Tages abgeschlossen. Oh, ich geh mal hier hoch. Vier Stück, das ist. Ach, da hinten. Moment, Moment.
Momentchen. Übernimmst du den Schildträger rechts? Ja. Hey! Okay. Fertig. Sehr schön. Haben wir denn hier irgendwas, was von Nutzen sein könnte? Oder steht hier noch irgendwer drin? Ja, das ist halt eben das, was ich bei dem Legendenmodus auch so ein bisschen kritisieren muss. Es fühlt sich einfach so, du rennst halt wirklich durch die Level und das finde ich ist ein bisschen, das hätte man durchaus anders machen können. Ich kann hier gerade noch nicht hochklettern. Jetzt nimm aber. Den linken. Hä? Ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal nicht drüber, was da gerade ist. Also ganz ehrlich, ne, da stand eindeutig Attentat. Aber, na. Sollte man meinen. Zeit vom Draht kommt Attentat. Was? Ja, das war mal wieder der Fail des Jahrhunderts. Weiter so. Die Mongolenbesatzung war besiegt. Und die Geister. Ja, das war schon Kapitel 1. Guck, und das meine ich halt. Man hätte halt irgendwie noch abseits so an, keine Ahnung, an irgendwelchen Stellen in irgendeinem Kapitel hätte man irgendwie was noch mit reinbauen können. Gut, auf Silber und Gold, da kommen wir später nochmal hinzu, da gibt's zwar, aber trotzdem, es fühlt sich einfach so lang und da sieht das geil aus. Starker Wind bläht ihre Segel. Und mit jedem Augen. Kamen sie Supatar näher. Also bis jetzt der geilste Übergang von Kapitel, von dem einem, vom Ende des ersten Kapitels ins zweite zum Beispiel. Es erinnert mich gerade echt ein bisschen an Fluch der Karibik. Oh ja, an den dritten, ne? Ja. Müsste es gewesen sein. Mit Sao Feng, glaube ich. Wie ist der? Schade, dass man sich nicht einfach dazu setzen kann. Aber dafür kann. Oder da? Ich glaube. Wobei, nee, ich bin der Meinung, der hat noch ganz andere Geister wie uns gesehen. Nach einer Tagesreise yep. Stießen die Geister auf ein einsames Schiff mit eingeholten Segeln. Leise gingen sie an Bord des feindlichen Schiffs. Das ist jetzt wirklich wie die Flying Dutchman. Das Schiff wird nicht lange in dem Zustand sein, wie es jetzt ist. Ja. Da kommt garantiert noch irgendwas. Ohnehin drauf. Warte mal, ich komme auf deine Seite. Frische Leichen. Beziehungsweise Piraten, aber das sind die. Ihre gefangenen Seelen von Hängelaternen erleuchtet. Warte mal. Also den hier könnte man wegschießen. Okay. Das war der Kommando-Knifing-Effekt von Modern Warfare 2. Einfach was? Geisterlampe? Okay. Oh, hoppala. Moin. Ey, der hat die Glocke auf. Geil, der hat den gleichen Hut wie ich. Also zumindest den ich damals mal hatte. Ja. Wow. Meine Seite ist sauber. Warte mal jetzt. Oder Geisterlampe oder wie auch immer man es nennt. Was war das gerade? Mal sehen. Oh, das ist hier eine ganz enge Geschichte. Der letzte Feind fiel.
drang eine Stimme aus einem der Käfige in der Nähe. Und die Seelen verschwanden. Wir gehen friedlich. Noch ein zweites Schritt eilte heran, um die Geister abzufangen. Komm, da Feuer so hin, Ja. Ich würde mal sagen, erstmal wieder zurück, ne? So. Ja, dezent. Ah! Rückzug! Steht euch zurück! Alter! Oh! In die Burg! Ja, das war ja. Alter, sieht das episch aus! Die Geister gingen an Bord des feindlichen Schiffs. Seltsame Laternen schwangen auf dem scheinbar leeren Deck. Doch. Ja, aber da vorne kommt doch schon wer. Sahen Geister, die Gestalten von Seelen. Ach, durch die Geisterlampen sieht werden man die aktiviert. Geister. Ja. Alter, okay, der war mies. Ja, lieber. Dafür kriegst du erstmal direkt eins auf die Fresse. Glaube. Ich glaube, es geht los. Ich gehe oben. Nein! Oh, Alter. Okay. Keine Weite. Kehre zum Schiff zurück. Kehrten auf ihr Schiff zurück und setzten die Segel. Okay. Dann war das ja auch gut gelöst. Ja. Hallo? Warum hat man so einen Sinn? Wieso hat er da seinen Haken nicht eingesetzt? Hä? Digga, wo bin ich denn jetzt? Lost. Ja, ich bin lost. Eine Runde baden. Okay. Warst du eben gerade noch mal tauchen oder was? Ja, jetzt funktioniert. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Hier draußen wird es nichts geben, wo ihr hin könnt, Geister. Das Meer ist ein erbarmungsloser Ort. Kommt und seht die ganze Macht meiner Armee. Wenn ich euch bezwungen habe, wird Io Tsushima mit links ein. Die Geister landeten in einer bekannten Piratenbucht. Piraten aller Meere hatten sich versammelt, begierig, Sukhvatar zu dienen. Denn er hatte ihnen unermessliche Schätze und ganz Tsushima als sicheren Hafen versprochen. Die hat er doch locker alle in Tortuga aufgegriffen. Kannst mir nur sagen, was du willst. Ja. Oh, okay, Hallöchen. Nice. Das war knapp, knapp. Ja, aber es war ein gutes... Scheiße. Timing. Altes Dock führte die Geister tief in einen Friedhof aus gestrandeten Schiffswracks. Auf ihnen warteten die Seelen von Mongolen, Ronin und Banditen von Subatar gezwungen, Seite an Seite zu kämpfen. Erinnerst du dich noch an den einen Schiffsfriedhof aus Fallout 4? Ja. Ja. Also zumindest erweckt das gerade bei mir wieder so ein bisschen Erinnerung. Ja, stimmt. Oh nein. Okay. Sauber. Okay. War hier noch unten
sind? Ja. Habe ich auch gerade überlegt. Nö. Ist keiner drin. Okay. Dann begebe ich mich mal auf die andere Seite. Ich folge unauffällig. Boah. Aber das ist eigentlich kaum möglich, hier im Pferd durch also voranzugehen, habe ich so das Gefühl. Ja, hier auf der Karte vielleicht nicht, aber in der Mission zuvor, da war es ganz geil. Ja. Immer. Hier muss doch noch irgendwer sein. Irgendwen haben wir hinten noch übersehen. Oder täusche ich mich hier jetzt? Nee, du kannst mit dem... Alles klar. Mit dem Haken kannst du hier rüber, aber stell dich bitte nicht so doof an wie ich gerade. Denn ich habe wieder ein Bad genommen. Ja, ich aber auch gerade, fast eben. Ja, das war ein Ronin. Ich habe hier auch einen. Hier oben noch einer? Nö. Also er zeigt mir immer noch das Kreuz auf dem anderen Schiff an. Echt? Ja. Hier zeigt er zum Beispiel gar nichts an. Oh. Oh. Ja. What? War es ein dicker oder ein normaler? Das war ein Ronin. Okay. Hä? Nein! Oh, du kriegst sie! Alter! Oh, jetzt wollte ich aber sandwichen, ey! Sauber, überwältige die Rose. Oh nein, 7, 6. Digga! Nein! 1! Oh. Oh. Alter! Das war alles geplant, ne, also... Das, moin. Okay, die Ronin haben wir. Ja, dann besteht quasi ein Schiff immer aus einer Fraktion. Das kann also sein. Also quasi, hier waren jetzt die Ronin drauf, auf dem anderen dann halt die Mongolen und dann auf dem anderen halt die Banditen. Also müssen wir tatsächlich nochmal zurück. Aber Alter, war das knapp gerade. Ach, das war geplant. Um ein bisschen Dramatik zu schüren. Hat doch geklappt. Meine Geisterlampe aktiviert. Also irgendwo muss ja hier noch wer sein. Ey, hier muss doch irgendwer noch sein. Ja, hier. Geister das Schiff von Banditen sehen. Ja gut, das waren die Banditen. Aber wie willst du auch gegen Leute vorgehen, die du halt aus Prinzip schon nicht siehst? Ja, da wird der andere auch hier drin wahrscheinlich sein. Oder auch nicht. Das erste Schiff, wo wir drauf waren, da müssen wir noch mal hin. Ja. Es wirkt zwar gerade ein bisschen alles unkoordiniert, aber ah, ich meine, ja, da vorne sehe ich diese zwei Schwerter. Irgendwer hat mich gesehen. Ja. Hab ihn. Okay. Oh, Lanzenträger. Oh, noch einer. Die Mongolen Seelen hatten nun Frieden und Supertars Armee war geschwächt. Erschlage Subbatar und seine Wachen. Ey, was habe ich gesagt? Ja, aber ich hab ja noch meine Superkraft. Hast du die auch noch? Ja. Na dann, guck mal, wird's doch easy. Oh, die kann man jetzt wirklich sehen.
Ja, ich sollte vielleicht mal ein bisschen Leben packen. Oder auch nicht. Scheiße! Ich wollte gerade meine Fähigkeit aktivieren. Oh! Digga! Digga! Ah, Scheiße! Nochmal kurz in die Brust gesteppt. Hey! Ja, ist okay. Oh shit, Digga. Oh shit, oh shit. Okay, Digga. Komm mal, jetzt mach deine mal. Gucke mal. Oh, Ne! Nochmal! Ach so, ja, wir haben ja ihre Lebenden gekillt. Jetzt kommen sie als Geister nochmal zurück. Scheiße! Okay, der war mies. Einer weg. Ey! Gibt's doch nicht. So, jetzt brauche ich gleich deinen Your Help. Digga? Scheiße, ich bin gleich tot. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hast du noch eine gute halbe Minute? Ho. Ist bei dir einer? Ich hab noch meinen legendären Dreckwurf, den kriegen sie erstmal gleich in die Fresse. Nein. Okay, Alter. Ich glaube, Badar ist erledigt. Sauber. Schwand seine Macht. Und sie verließen Tsushima. Die Geister feierten ihren Sieg, wohl wissend, dass sie bald Io selbst gegenübertreten würden. Oh! Io Onibaba. Ja. Bald ist es soweit. Bald, ja. Also. Die Bude haben wir gerockt auf 3 Schiffen. Yep. Das haben wir gut hingekriegt. Aber die Mission auf Gold, ey. Das wird lustig. Das wird, ja. Was hab ich denn da gekriegt? Sieht das aus stimmt. Wie ein Katana-Kit. Ja. Das wird anders. Mhm. Die Geister vollbringen viele Taten. Okay, dann gucken wir euch von einer. Boah, erstmal Headset rausgerissen. Macht er mir erstmal nach. Technische Störungen. Wasserkarte auf Mond. Belohnung abholen, sehr gut. Charakter. Ja, den Bogen. Ist halt schade, aber die Ausrüstung, die kann man halt echt nicht gebrauchen, weil die einen nichts nützt. Das ist halt das Problem. Oh, noch eine Tagesaufgabe geschafft. So, gucken wir mal. Aussehen. Ah! Oh. Ein Schwertkit. Fujins Geheimnis. Schließe Tagesherausforderungen ab. Belohnung abholen. Nice. Gönnung. Oh, Diggi, ich habe jetzt auch glimmende Kohle. Sieht gut aus, ne? Dann hast du jetzt 50 Onis geplättet. Genau. Das ist doch sehr schön. Nice, freut mich. Okay, dann haben wir das geschafft. Die vorletzte Mission. Eine Mission ist es noch. Und mal gucken, ob wir jetzt der altbekannten Onibaba
endlich mal begegnen werden oder ob das wieder so ein Bauernfänger wird. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber ich denke, zum Abschluss der Mission werden wir mit Sicherheit nochmal einen kleinen Wow-Effekt haben, bestimmt. Ich hätte es jetzt damit formuliert, wir, glaube ich, werden gegen Ende nochmal gut gefordert. Also das von eben gerade war schon, das war schon ein Wow-Effekt, aber im Negativen. Ja, vor allem, ich sag mal so, du musst es ja erstmal so schaffen gegen die Gegner und dann nochmal gegen ihre Seelen. Weißt du, du freust dich, dass du es geschafft hast und dann kommen sie nochmal zurück als Geister und das ist noch schwieriger, weil die halt durchsichtig sind und du die fast gar nicht siehst. Stimmt. Aber wir haben das gut gemeistert und genau, gucken wir einfach mal, was sich in der letzten Mission abspielen wird. Und ich habe jetzt nichts weiter zu sagen. Bedanke mich, dass ihr dabei wart und zugesehen habt. Und damit bin ich erstmal raus. Ich möchte nur noch an der Stelle anmerken, stellt euch mal vor, was auf dem Geistergefängnis des Oni stehen müsste, wenn er quasi dahin zurückgebracht werden würde. Gestorben oder, sage ich mal, besiegt worden in der Geisterform durch einen Dreckwurf. Keine Ahnung. Lasst dieses Bild einfach mal in eurem Kopf umherwandern. Denkt mal drüber nach. Ich habe es leider nicht ausprobiert, aber in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ghost of Tsushima Legends.